Der Mensch ist das einzige Wesen auf der Erde, das in der Lage ist, blöde Fragen zu stellen. Und diese Fähigkeit nutzt der Mensch. Er geht zum Kühlschrank, öffnet ihn und fragt, wo ist die Butter? Ah, wo mag sie sein? Im Kino? Oder einer Imbissbude. Haben Sie Mayonnaise? Ja, wollen Sie welche? Nein. Ich wollte mir nur einen Überblick verschaffen. Geben Sie mir Senf. Oder Intellektuelle, das sind die Schlimmsten. Wenn sich da einer in die Buchse gekackt hat, dann fragt er, was ist der Sinn? Und Quatsch, er sollte fragen, was ist der Grund? Ein Virus, liebe Gewohnheit. Die Wahl der Burgerkette, das würde ihn weiterbringen. Ne? Und das ist auch Philosophie. Kant sagt, Philosophie sind im Grunde drei Fragen. Was kann ich wissen, was kann ich glauben, was soll ich tun? Was soll ich tun, ist Ethik, die Lehre vom sittlich einwandfreien Lebenswandel. Und da gibt Kant uns ja den kategorischen Imperativ an die Hand. Wer kennt ihn? Alle. Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich allgemeines Gesetz werden könne. Ich gebe zu, das ist fünf. Vielen Dank. Das ist für einen Hausgebrauch ein bisschen sperrig. Deswegen hat Konfuzius es 2500 Jahre früher etwas einfacher ausgedrückt. Er sagte sinngemäß, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Ist dasselbe. Was die Jungs meinen, wenn wir etwas tun, das andere betrifft, sollten wir uns mal an deren Stelle versetzen. Das mache ich ja nur noch. Ja. Ich habe vor kurzem mal eine Brieftasche gefunden mit fast 2000 Euro. Ich habe mich hingesetzt und mich gefragt, was würde ich denken, wenn ich das Geld verloren hätte? Und ich habe mir aufrichtig geantwortet, ich würde denken, geschieht dir recht, du Trottel? Da musst du aufpassen auf deine Brocken, ne? Also habe ich das Geld behalten. Nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Meine Frau hat es mir weggenommen. Was kann ich glauben? Die zweite Frage, das bezieht sich auf die Religion. Das muss ja jeder für sich entscheiden, gibt ja genug Auswahl. Ne? Ich war ja als Kind längere Zeit katholisch. War schön. Ich weiß noch, ich war 13, da habe ich mal 14 Tage lang jeden Abend vor dem Einschlafen um ein Fahrrad gebetet. 14 Tage lang. Und dann habe ich gemerkt, das wird nichts. Dann habe ich eins geklaut. Und 14 Tage um Vergebung gebetet. Super. Toll. Na gut, alles darf man auch nicht glauben, was Sie sagen. Kirche sagt ja, alles in der Natur ist sinnvoll. Hm. Mal gucken, ne? Was ist denn mit Haaren am Hintern? Ich meine, Sie haben alle welche. Aber was machen Sie damit? Ja, nix, die sind für den Arsch. Ne? Sehen scheiße aus, sind unhygienisch. Gut, ein Filzlaus sieht das anders. Dann ist ja noch so, wenn man älter wird, werden es ja oben immer weniger, unten immer mehr. Ne? Irgendwann brauchen wir unten Shampoo, oben Butterwachs. Tolle Idee. Gut, letzte Frage. Was können wir wissen? Das meint die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung, Kausalität. Häufigste Fehlerquelle, ne? Falsche Kausalverknüpfungen. Hier, Reagan, der Ex-US-Präsident, erinnern Sie sich noch, der mit den Kehllappen? Wenn der im Durchzug stand, schaukelten die so. Ne? Sah der aus wie ein Leguan, also egal. So, der wollte doch mal den Sexualkundeunterricht an den Schulen abschaffen mit der Begründung, wenn die Kinder lernen, wie es geht, werden sie später wahllos rummachen. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ich hatte zum Beispiel in der Schule Mathematik. Viele Witze arbeiten mit diesem Prinzip der fehlerhaften Kausalverknüpfung. Hier dieser Klassiker, den kennen Sie natürlich. Ein Vater geht mit einem kleinen Söhnchen spazieren. Auf der Straße sehen Sie zwei Hunde kopulieren.
kopulieren? Ja, ich frag lieber. Ne, nicht, dass es da hört. Immer erklären. Also meinst lieber vorher. Kopulieren. Das Alte Testament umschreibt es mit einander beiwohnen. Oder auch einander erkennen. Wunderschön. Also praktisch ficken. Sehen Sie, wussten man nicht, wie gut, dass man spricht. Also, die beiden Hunde wohnen einander bei. Das Kind fragt, Papi, was tun die da? So, in den 50er Jahren hätte der Vater noch gesagt, ja, weißt du, der eine ist blind und der andere schiebt ihn über die Straße. Ja. Aber unser Vater, alter 68er, aufgeklärt, dritte Ehe, der sagt natürlich, ja du, die machen einen kleinen Hund. Ach so. Abends zu Hause im Schlafzimmer. Mami hat Papi gerade erkannt. Ne? Zum zweiten Mal hat ihn praktisch wiedererkannt. Kind kommt rein, ohne anzuklopfen, klar, 68er Haushalt, und sagt, was macht ihr da? Ja du, wir machen ein Geschwisterchen für dich. Oh, Papi, kannst du die Mami nicht umdrehen? Ich will lieber einen Hund. Falsche Kausalverknüpfung.